Ja, 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 ja. Aha, aha. Was spricht der für ein Englisch? Ja, halt so ein französisches Englisch. How do you do, mademoiselle? My name is Hercule Poirot. My name is Hercule Poirot. I know you. You're that detective we hear all about. I do not know if that is a compliment, but I will take it as one for now. You are Betty's sister, I believe. Yes. My name is Megan. Megan. Can we come in? Please do. Okay, das ist die Schwester. Fürchterlich. C'est Mörder. Aber geil auch, oder nicht? My parents are at the police station. I doubt they'll be up to speaking to you later. Do not worry. We will not bother them. Did you know your sister's plans for yesterday evening? No. I arrived by train this morning. My parents called me in a panic when they discovered that Betty had disappeared. She went out last night, but she didn't tell them where she was going. What was your last conversation about? Her new dress. She wanted a pair of black stockings to go with it. Mother brought her a pair the very day it happened. She was crying. And to think that Betty never even wore them. Poor Mummy. C'est Mörder. The Barnard appear to make music a priority in their budget. Sieht so aus. Drei von drei. They're all Miss Modest, but the Barnards are definitely music lovers. So, weiter geht's. Weiter geht's. Gehen wir wieder raus, da können wir vielleicht hoch. Können wir Mucke machen hier, ein bisschen scratch. This gramophone is magnificent. It is a one-off, without a doubt. Okay, du Held. Der weiß halt Bescheid. This gramophone ja, wollte ich nicht. Family photos and files. Bereits. Können wir hier noch was gucken? Können wir noch? Da können wir uns wieder im Spiegel angucken. Das gibt Punkte, Freunde. Ego-Punkte. Genau, jetzt noch zurecht zwirbeln, ja? Das wäre so das Spiel. Jetzt. Ah, unsere Schwester, der, ja, okay. Megan befragen, ja, okay, wir können, ja, wir gucken uns erstmal noch die Bude an. Hastings always pays more attention when young women are being questioned. Gut, könnten sie befragen, aber können wir einfach mal hochgehen noch? It would not be polite to visit the house without being invited to do so. Ah ja, war nicht so. Will man ja so angucken. What is she feeling at the moment? Harter Blick. Und? Bitten? Fotorahmen. Angespannte Hand. Okay. 3 von 3. Betty's older sister is sie ist not so ein bisschen sad. She is angry. Immer so ein bisschen, also so ein bisschen unnötig, also keine Ahnung. So einfach, dass es eben, wie gesagt, ich habe das schon mal gesagt, ist so einfach, dass es wieder, ich finde auch automatisch einfach. Naja, ein harter Blick. So, was fragen wir denn jetzt? Fragen, ob Betty einen Verlobten hatte. Fragen, ob Betty oft aus... Also sie hatte diesen, sie hatte einen Freund, das wissen wir. Fragen, ob sie oft ausging, okay? Gut. Did Betty go out often? My sister wasn't a child, sir. She used to go out. She enjoyed films, dancing. Was? She was a very good girl who didn't hang around with men. That's what they always say, no? I am not interested in what people say. I am interested in the truth, Mademoiselle Barnard. If you only knew how much I would like to talk with someone who does not know that your sister is dead and who could provide me with a true portrait of her beyond the formalities. The truth
is that my sister was a silly little fool. I tried to reason with her, but she behaved like an idiot. In what way? She used to say that if she was going to marry Don, she might as well have some fun now. I understand. Please continue. Oh, excuse me, I have to answer that. But of course. Betty's room is opposite the stairs on the first floor. Feel free to take a look if you think it might be useful. This young woman is far too clever not to have anything else for us. Do you think she's hiding something? That is what I'm trying to find out. Surely you don't think she did it? I did not say anything of the sort. But young women always ruin your judgment, Hastings. Who knows, maybe Megan was jealous of her attractive young sister. I see. She may have had her sights on the inheritance. Or maybe she was in love with Donald Fraser. We have to study all scenarios, even the most unlikely. But I doubt that Mr. and Mrs. Barnard are rich enough to justify murder. While I try and get Miss Barnard to talk, I would like you to try and find Donald Fraser. It should be easy to find the estate agents where he works. Bring him to the Ginger Cats. I would like to talk with him before the chief inspector finds him. Hol ihn her. Da will ich ihn gucken. Wie war das? Ich weiß nicht, wovon ihr spricht, Chat. Ich weiß nicht, was sie meint, Freunde. Wir gucken uns im Spiegel an. Jeder Spiegel. Alter, immer Schnauz. Immer der Schnauz. Sitzen. Ui, da kann man eigentlich rappen oder was? It looks like Betty was also a music lover. The same as her family. Without a doubt, Betty used to sing. Ausziehen. Alright. Sie hat gesungen. Leider. Looking at all the clothes she took out, Betty must have had a problem deciding what to wear. Maybe she had a date. A box of new stockings. It looks like Betty has a very busy life. An impossible love, yeah? Blue Lobster, yeah, das ist ganz so gut zu and going out. And being as pretty as she was, she probably did not have any problem getting herself invited. Wir kennen's, ja, wir kennen's. Hübschen Weibers haben's halt einfacher. hat er gesagt. Oh. Medicine to prevent voice loss. Did Betty have problems with her voice? Laudanum. This small key should be useful to me. Gamescom for the Schweiz. Gaming Hotel. A record sleeve with a handwritten title. Betty must have recorded a demo. I'd be interested to hear it. Something on this clock bothers me. Strange. A sheet of paper is blocked in the clock. Blocked in the clock. Können wir das öffnen hier? Können wir öffnen? Was ist? What a strange mechanism. I don't think it serves to turn hands. Ui, da kann man schieben, Freunde, da kann man schieben. Machen wir. Geht denn das?
The cogs are blocked by these wooden panels. The cogs are blocked. The cogs are blocked by these wooden panels. Okay. Ja, und jetzt? The cogs are blocked by these wooden panels. Ja, ist mir bewusst. The cogs are blocked by these wooden panels. Diese Holz. Ja, ich will ja nur, ne? Was ist mit dem Schlüssel eigentlich? Damit? This metal disc is stuck. Okay. Herrgott, Kopfertommy! Hercule! Oh. There, that's better. Ja, der Zit, oder was? Ich kann nichts mehr tun jetzt. Also das hat ihn aufgeregt, das tue nicht, oder was? The cogs are blocked by these wooden panels. Ja, aber, also ich meine, was kann ich denn tun? The cogs are blocked by these wooden panels. Ah, hier, warte. Hä? Oder nicht? Ist die irgendwie schieben? Ich kann halt nicht. Kann ich die schieben? The cogs are blocked by these wooden panels. Ey, nerv mich jetzt nicht. Ich muss das bewegen, dann kann ich das, dann kann ich so, dann kann ich hier. Aber ich check das nicht. Ich merke ja nicht, ob ich jetzt irgendwas richtig gemacht habe oder nicht. Soll die Misspisse. Freunde, helft mir mal. Was soll ich tun? Wolfi. Vielen lieben Dank für die 100. Aber helft mir mal jetzt. Freunde, helft mir mal. Was muss ich tun? Freunde, was muss ich tun? Das ist die andere Frage. Vielleicht. Okay. Ach so. Okay, wir gehen nicht raus. So, Freunde, wir müssen. A sheet of paper is blocked in the a sheet of paper. Okay, wir haben. Das ist nur irgendwie Schatten oder so. Ich dachte, da wäre irgendwas noch. Kann ich. Unten drunten. Ich kann nicht drunter gucken, ich kann nur oben gucken. Hier ist nichts. This wooden panel is blocked. I can't open it. Es ist halt blockt, ne? Es ist halt blockt. Aber was? Wie soll ich jetzt hier wissen, was zu tun ist? Hm? Wie kann man es wissen? Drei Möglichkeiten, aber es gibt keinen Sound oder irgendwas. Ne? The cogs are blocked by these wooden panels. Halt blockt, oder? Cock blockt, Mann. Was ist mit dem Zettel links? Kannst du das rausziehen? Gut, dann auf zu der Scheibe. Wir machen das jetzt. Du kannst nur die Ecken, die Punkte verschieben. Ja, also ich kann. The cogs are blocked by these wooden panels. Hier, wenn ich hier drauf klicke, also ich klicke mit L2 interagieren, ne? Kann den Schlüssel auch nehmen. Und hier zeigt mir an, dass ich was drücken könnte. Hier. Und hier in der Mitte. Aber mit dem Schlüssel, das macht keinen Sinn. Mit dem Foto eh auch nicht. Und ich kann eigentlich nur hier an den vier Ecken kann ich die Dinger verschieben. In drei verschiedene Positionen. Und wenn ich hier, also wenn ich hier irgendwo drücke, sagt er halt immer das Gleiche. Also dasselbe. The cogs are blocked by these wooden panels. Und diesen Holzplättchen, ja, die werden halt blockiert. Das wissen wir jetzt. Und irgendwie muss ich die lösen, aber. Ich kann einfach try and error, ne? Ich kann einfach mal umstellen und dann hoffen. Weißt du? Also, Ahnung. Einfach mal hoffen, dass das stimmt. Aber. Weißt du, ich meine? Wie? Also, ich habe kein Indiz, ob das jetzt stimmt oder nur annähernd irgendwie
stimmen könnte. Was denn, wenn du alle Schieber nach innen stellst? Was meinte Nick noch? Der links muss in die Mitte, glaub's. Ja, welcher links? Unten oder oben? Alle gegen... Also so in die Mitte rein, ne? Gegen innen. Also ich habe ich habe jetzt die gegen innen und die mittig. Also, aber wie? Also ich meine, random, oder? Aber es random. Oder hab... Ich I definitely need an object to make these cogs turn. I definitely need an object to make these cogs turn. Cock. Wir brauchen jetzt so ein Objekt, ne? So ein Imbusschlüssel-Dingens oder was? Ja, toll! Woher denn? Kann die jetzt auch nicht mehr ändern. Aber ich brauche irgendein Objekt. Ich brauche halt so, ne? I definitely need an object. Ist nicht. Was soll ich tun? Wenn ich jetzt hier rausgehe, dann wird das zurückgesetzt. Wäre ja nicht schlimm, aber heißt, ich müsste wieder nach unten oder sowas. This metal disc is stuck. Hat mich jetzt auch. Du brauchst einen Nimbus, ja, oder? Ey, wir wissen ja jetzt, wie es funktioniert. Ich muss irgendwie... Ich gehe vielleicht noch mal unten nach unten. I have not finished inspecting Betty's bedroom. Fuck! Without a doubt, Betty used to sing. Scheiße, Jungs. Mädels. Was haben wir denn übersehen? Können wir irgendwo noch was angucken? Ist da noch was drin? I've finished with this subject. Nein. Ja, Bruder. A record sleeve with an handwritten. Woher kriege ich denn jetzt so einen Gegenstand her? Ja, da muss es in dem Raum sein. Kannst eine Spitze von der Seite der Uhr wegmachen. Was meinst du mit der Spitze vom Dingens Uhr Zeug? Wirklich nicht. Ich kann sonst nicht. Ich muss da bei diesem Rätsel irgendwas machen. Ich kann da nicht. Zurück kann ich nicht. Und alles andere ist irgendwie. Ist nicht. Something on this clock bothers me. There, that's better. So, jetzt können wir oben öffnen dann. Strange. A sheet of paper is blocked in the clock. This wooden panel is blocked. I can't open it. Ah. This leg is not well attached. This leg is not well attached. Ja, dann nimm weg halt. Aha. Geil, Mann. This decoration appears to be firmly fastened. This decoration appears to be firmly fastened. Okay, das ist fest. Müsst ihr doch den rausnehmen oder den Fuß noch oder so? Could the screw be slightly loose? Could the screw be slightly loose? Oh. Good.
It should be possible to open the wooden panel. Ich check halt auch die Steuer. Also das Ding ist halt, die Spielmechanik ist so strange, ne? Aber danke für den Hinweis, für den Tipp. Okay, wir haben jetzt so ein Ding weg. Look, the key. Let's go, man. This could be useful. Jetzt haben wir diese Kackscheiße. Ein Schlitzel. So, oder? Ja. Jo. Okay. The central cog is blocked. Ja, Bruder. Guck. Okay. Also, aber den können wir jetzt rausziehen, oder? So, ich muss immer überlegen. Benutzen. So, damit. So, dann können wir halt nicht. Können wir ja auch nicht. Na doch, der geht nach unten. Ah, something clicked on the front of the clock. Ui. Oh, jetzt haben wir aber, ne? Das ist nicht der. Wir brauchen noch einen Schlüssel. Noch einen Schlüssel. Der geht halt hier auch. Ui. Digga. Nee. This could be useful. Oh, Freunde. Betty, I enjoyed a wonderful evening in your company, and I hope that we will see each other again very soon. D. My dearest Betty, I know that your art is already spoken for, but you are the most beautiful dancer I have ever had the pleasure of meeting, and I am impatient to see you again, Adrian. Okay, die hat mehrere Lover. Gut, haben wir jetzt genug Zeug, gut. Schallplatten anhören. Freunde,